Hello Friends und willkommen zu einem neuen YouTube-Video, heute mal wieder aus dem Auto, denn ich bin gerade auf dem Weg zum Asiamarkt. Ich weiß, ihr liebt den Asiamarkt genauso wie wir und deswegen dachten wir uns, wir zeigen euch heute mal, was für Produkte wir wirklich immer im Asiamarkt mitnehmen, also wie so einen kleinen Guide, was halt wirklich wichtig ist und wofür ihr das verwenden könnt. Ich mache so ein paar kleine Aufnahmen, denke ich mal, im Asiamarkt und den Haul und die Erklärungen dazu, was man so braucht und was wichtig ist, zeigen wir euch dann zusammen zu Hause. In Dresden gibt es ja mehrere Asiamärkte. Es gibt ja jetzt mittlerweile zwei GoAsias. Das ist so, das ist auf jeden Fall so die moderne Variante mit einer großen Auswahl und so, aber auch teureren Preisen. Und unser Geheimtipp, also ist eigentlich kein Geheimtipp mehr, aber unser liebster Asiamarkt ist der Saigon in der Prager Spitze. Das ist oben drin. Also auf der Prager Straße ganz am Anfang, oben drin in so einem Haus. Also müsst ihr einfach mal googeln, Saigon Minimarkt. Das ist wirklich der Beste. Der ist halt noch so ein bisschen authentisch und auch viel, viel günstiger. Also geht auf jeden Fall dahin, wenn ihr aus Dresden seid. Und ich mache jetzt mal auf den Weg. Es ist ultra heiß und ich hoffe, ich überlebe das. Hallo! So, Friends, ich bin jetzt wieder daheim und werde Lenny den Einkauf präsentieren und euch. Ich habe uns beiden eine Coconut mitgebracht, oh mein Gott. Ein bisschen Ananas, das brauche ich jetzt gerade, weil es war wirklich unnormal anstrengend. Das sind über 30 Richtige Grad. Richtige Pina Colada-Kombi hier. Stimmt, es sind über 30 Grad gewesen und es war einfach nur anstrengend, das alles nach Hause zu tragen. Ich habe Ihnen geholfen aus der Tiefgarage raus. Ja, wenigstens das. Aber ja. Also es sind jetzt nicht alles nur Basics, die man immer kaufen sollte, aber größtenteils. Und auch noch ein paar Sachen, die ich jetzt einfach so mitgenommen habe. Ich bin gespannt. Ich war schon lange nicht mehr mit. Du warst immer nur einkaufen. Ja, immer muss ich schuften und ja, einkaufen. Tut mir leid. Erstmal ein bisschen. Ja, also als erstes haben wir ein Ultra Basic, was wir wirklich eigentlich fast immer kaufen, wenn wir in den Asiamarkt gehen. Und ich habe ihn sehr vermisst. Ja. Den Royal Tiger Jasmine Rice. Der ist nämlich sehr, sehr geil. World's Best. Das ist der World's Best. 3 times Winner of the World's Best Rice. Der ist jedenfalls sehr, sehr nice. 2,50 € geht auch für die Packung. Gibt es auch noch größer, dann wird er immer günstiger. Ich habe immer mal gesagt, wir müssen mal einen 20-Kilo Sack kaufen und dann schleppe ich den mal nach Hause. Mhm. Müssen wir echt mal machen, weil der ist wirklich, der schmeckt anders gut. Der schmeckt wirklich deutlich anders als Reis, den man so im Supermarkt kaufen kann. Also im normalen Supermarkt. Mhm. Und viel teurer ist der jetzt wirklich auch nicht. Ich habe gerade nicht den normalen Reispreis im Kopf. Aber ich glaube, das ist vergleichbar. Und wenn, es ist worth, da mal ein bisschen mehr für auszugeben. Genau, und ihr müsst den natürlich waschen, ne? Ihr müsst Reis waschen, ganz wichtig. Machen wir aber auch nicht immer. Wir sollten es aber öfter tun. Dann kommen wir nun zum Thema Soßen. Sriracha Mayo, natürlich absolutes Basic. Die habe ich jetzt nicht mitgenommen, weil wir die schon gerade daheim haben. Die haben wir nochmal neu da drüben liegen. Genau. Aber ich dachte, wir könnten nochmal wieder eine andere gebrauchen. Sriracha Coconut. Die ist auch sehr, sehr nice. Die hatten wir auch schon mal. Da gibt es ja auch immer so verschiedene mit diesen verschiedenen Deckeln. Die ist auch nicht so scharf und hat diesen leichten Coconut-Flavor. Und ich glaube, fast alle davon sind vegan. Mhm. Ich glaube sogar alle. Von der Flying Goose Brand sind, glaube ich, sogar alle vegan. Echt? Da steht auf jeden Fall immer drauf, wenn die vegan sind. Es gibt auch die mit dem schwarzen Deckel, die ist super hot. Auf jeden Fall kann man immer nie genug von haben. Die passen wirklich zu allen Gerichten, geben immer noch ein bisschen Spice. Aber die sind immer relativ teuer, ne? Auch in dem günstigen Asiamarkt. Ja, leider schon, aber... Warum auch immer. Keine Ahnung. Aber ich dachte Coconut, weil ich vertrag gerade nicht so scharf. Die ist auch nicht so scharf und die ist lecker. Mhm. Next one. Mhm.
Noch eine Soße, Sojasauce. Okay, Sojasauce. es gibt ja auch mehrere Arten von Sojasauce, das wissen ja viele nicht. Das ist sogar Light Soy Sauce, obwohl die ja auch relativ dunkel ist. Aber wir haben eigentlich immer, versuchen immer beide da zu haben eigentlich, weil das ist mal ein bisschen verschieden vom Geschmack her. Die ist ein bisschen leichter und nicht so intensiv. Helle und dunkle gibt's und das ist die helle. Genau, das ist helle Sojasauce, ein bisschen misleading vom Namen her. Aber auf jeden Fall immer ganz gut beide zu haben, weil die zu verschiedenen Sachen passen. Oder auch, für Tofu ist eigentlich immer zum Marinieren die dunkle ganz gut. Deswegen, aber Sojasauce kann man auch nie genug haben. Normalerweise kaufen wir immer kanisterweise, ja, weil das so schnell bei uns alle geht. Das ist alles zum Würzen. Einfach Sojasauce ist einfach Beste. Und Sojasauce auf jeden Fall nicht im Supermarkt kaufen. Da ist die viel, viel teurer als im Asiamarkt. Ja. Und halt nur so kleine Gebinde. Allgemein. Mit diesem kleinen Kikkoman-Ding da. Das ist allgemein, zweimal kochen leer. Allgemein alles, was es so in der Asia-Abteilung im Supermarkt gibt, ist halt viel, viel zu teuer. Ja, ist viel zu teuer im Supermarkt. Ja. Von dieser roten Marke oder so, das ist wirklich viel, viel zu teuer. Ich schaue gerade, ob es noch irgendeine Soße oder so gibt, aber ich glaube nicht. Deswegen mache ich einfach das, was jetzt kommt halt. Und zwar habe ich dieses Mal Kokosmilch in einer 1-Liter-Packung gefunden, weil ich mir so dachte, Kokosmilch, ja gut, kaufen wir eigentlich auch immer im Supermarkt. Und da kam so eine normale Dose, irgendwie 1,70, wo 400 Milliliter drin waren. Und der 1 Liter kam 2,90 €, dachte ich mir. Und das ist gut, weil es wieder verschließbar ist. Weil eine Dose, wenn die einmal offen ist, kann man sie nicht wieder verschließen. Genau, doch. Wir haben zwar auch so Foodhager-Dinger, die man oben drauf machen kann, aber trotzdem ist es irgendwie blöd, im Supermarkt, sage ich schon, im Kühlschrank stehen zu haben. Deswegen ist eigentlich so ein Ding besser. Aber dran denken, dass man es so aufbraucht, weil... Ja, deswegen dachte ich mir, da müssen wir jetzt mal ein paar Gerichte mit Kokosmilch wieder kochen. Mehrere Curries und mehrere Bowls müssen wir machen. Dann, natürlich kein Basic, habe ich jetzt einfach mitgenommen, weil wir Bananen brauchten. Okay, dann noch ein Gemüse, ist jetzt auch random. Aber Brokkoli, den brauchten wir für unser Abendessen heute. Und allgemein bei uns in dem Asiamarkt, also in diesem, wo ich heute war, in dem Saigon, haben die relativ günstiges Obst und Gemüse, also die haben teilweise auch teure Sachen, muss man halt immer so ein bisschen unterscheiden. Aber dieses günstige, weiß ich halt auch nicht, ob man das jetzt unbedingt unterstützen sollte. Es ist halt nicht regional, also auf gar keinen Fall regional. Ja, ich glaube, das sind immer vom Großmarkt Sachen, die übrig geblieben sind oder kurz vorm Verderben sind. Ja. Auf der anderen Seite ist das auch so ein bisschen, ich denke, das sind so Sachen, die beim Großmarkt nicht durchgehen, weil das andere nicht oder nicht nehmen. Weil oftmals auch Rewe oder Edeka gebrandete Sachen da sind. Das weiß ich halt immer nicht so ganz, wo das herkommt, aber ist eher wahrscheinlich nicht so gut. Aber es ist halt auch so, auf jeden Fall nicht regional. Mit Pestiziden weiß man auch nicht so und ist halt einfach das billigste Zeug, was so importiert wird. Wahrscheinlich irgendwie wäre es besser. Ist es jetzt nicht so unterstützenswert, aber wenn ihr halt wenig Geld für gesunde Ernährung habt, dann könnt ihr da hingehen. Ist wahrscheinlich besser, die belasteten Produkte, viel von den gesunden Belasteten zu essen, als gar nichts zu essen, würde ich schätzen. Das ist auch übrigens bei diesem einen Markt in Berlin so, bei diesem, wo das so ultra günstig ist. Ja, natürlich, das sind irgendwelche Sachen, die keine anderen Leute haben kaufen wollen. Ja, okay, jetzt geht's erstmal weiter mit so haltbaren, trockenen Sachen. Wir haben auch übrigens noch was im Freezer, das zeigen wir dann am Ende. Jetzt erstmal so die ganzen Nudelsachen. Reis hatten wir jetzt schon, aber jetzt kommen wir zu Nudeln. Und zwar einmal Udon-Nudeln. Das ist wirklich was man auf jeden Fall mitnehmen muss, wenn man im Asiamarkt ist. Das gibt's auch selten im Supermarkt. Korrekt. Für was nehmen wir die immer so? Wir machen immer so eine Udon-Pfanne mit, die braucht man nicht kochen. Die kann man einfach kurz in heißes Wasser schmeißen oder in der Soße direkt mit kurz aufkochen. Die sind schon. Genau, das geht immer super schnell, die sind haltbar, kann man immer einfach mitnehmen und da haben. Deswegen eigentlich sehr, sehr nice, stable bei uns. Essen wir heute Abend auch in der Essen wir heute Abend einfach in so einer Pfanne mit Sojasauce, mit so einer schönen Umami-Sauce. Bisschen Gemüse, Broccoli, Tofu, also Tempeh! Oh, hast du welches gekauft? Ja, aber sehr gut, das schmeckt immer richtig geil. Ist auf jeden Fall immer gut, aber ganz schön teuer, 1 Euro. In der Metro waren sie für 55 Cent letztens. Echt? Ja, für die Hälfte. Okay. Crazy. So, ich wollte nämlich gerade fragen und gucken, ist ganz schön teuer. Ich glaube, die machen langsam auch schon ihre Preise. Mauscheln die jetzt nach oben, weil das sehr, sehr beliebt in Dresden, nämlich der Asiamarkt. Ich glaube, im Go Asia waren sie 70 Cent oder so. Aber wenn die in der Metro nur 50 Cent kosten, dann muss man vielleicht mal gucken. Okay, wir haben zu viele Videos über die gemacht. Ja. Okay, es geht weiter mit noch mehr Nudeln. Und zwar einmal Reisbandnudeln. Die sind auch immer sehr gut, kann man auch so super schnelle Gerichte machen, die kochen auch relativ schnell. Einfach ein bisschen Sojasauce dazu, ein bisschen mit Stärke andicken, ein paar Kichererbsen dazu, hat man eine richtig geile Sauce dazu und ein richtig gutes Gericht. Genau, und glaube ich, wenn man Gluten nicht verträgt, kann man die essen, oder? Reis? Weiß ich gar nicht genau.
Aber die sind gut hinfahren. Echt krass. Betrifft uns jetzt nicht so, aber ich glaube, schreibt mal gerne rein, wenn ihr das wisst. Auch ganz gut zur Abwechslung mal oder so. Ich mache damit am liebsten diesen Reisbandnudelsalat. Wollte ich gerade sagen. Der ist so ein bisschen sommerlich, der ist so mit Mango, Minze, Tofu, auch so eine Sojasauce und Reisessigsauce. Mega geil. Ein ähnliches Produkt sind diese Glasnudeln, also sind eigentlich auch Reisnudeln, bloß in anderer Form. Und die kann man sehr gut als Füllung für Sommerrollen nehmen. Das stimmt, aber ich mag die großen mehr. Ja, aber für Sommerrollen sind die schöner, das stimmt. Die sind gut für Sommerrollen. Sollte man auch mal da kaufen, sind super günstig, 1,65 €. Ich glaube, im Supermarkt kostet diese Mini-Packung schon immer 1 Euro. Okay. Oder mehr sogar. Deswegen lohnt sich. Dann, damit wir im Reisthema bleiben, habe ich einmal Reispapier geholt, weil es auch ein absolutes Staple ist aus dem Asiamarkt. Für Sommerrollen natürlich. Oder auch viele vegane Gerichte, da kann man so vegane Hähnchenhaut mitmachen oder veganes Omelett und so als Base, dass man so ein bisschen Crunch und diese Struktur behält. Ist da auch wirklich eine Geheimwaffe, wenn es um vegane Kochsachen geht, so als Mockprodukte selber machen. Da ist wirklich Reispapier auch Staple. Ja, und hier sind auch richtig viele drin. Und was noch krass ist, dieses Reispapier aus dem Supermarkt oder aus dem Biomarkt, das hält nicht richtig, wenn man Sommerrollen machen will. Wir hatten schon mehrmals das Problem, dass das richtig geklappt hat. Das, mit denen, also kauft einfach die sind günstig und mit denen kriegt ihr die besten Sommerrollen auch hin. Und die sind wirklich aus dem Supermarkt oder Biomarkt, die sind wirklich verrückt teuer im Verhältnis. Das ist so krass. Die kosten wirklich schon das Zehnfache oder so, ja, würde ich fast sagen. Weil das kostet 2 Euro und im Supermarkt kriegst du irgendwie ein Fünftel oder so für 3 Euro oder sowas. Ja. Und das ist halt schon... Genauso wie bei Nori-Blättern. Also Nori habe ich jetzt nicht gekauft, weil wir davon immer viel da haben. Aber das ist auch immer so übelst teuer im Supermarkt. Ne? Der Biomarkt ist ja noch krasser dann. Ja. Noch ein Nudelprodukt natürlich. Mienudeln. Ja, das ist ja so ein richtig deutsches Produkt, oder? Ja, aber das waren die günstigsten. Ja, das ist schon gut. Also kann man auch für viele Sachen nehmen. Einfach sich so eine... Nudelsuppe kann man sich auch so selber fertig machen. Das wollten wir auch nochmal machen, weil das nehme ich mir auch manchmal mit an die Arbeit. Einfach so morgens schmeiße ich so ein paar Sachen zusammen, mache so ein bisschen Miso-Paste oder Dönjang-Paste dran und dann einfach so ein paar Erbsen dazu, Karotten dazu, fertig. Und das gießt man einfach an der Arbeit, wenn man das hat. Mit heißem Wasser auf, das sollte, glaube ich, jeder haben. Und dann hat man einfach so ein Gericht, lässt es kurz 10 Minuten stehen und hat das einfach dann fertig und hat was Frisches, wo quasi besser als irgendwelche Instant-Kram oder wenn man sich irgendwas holen muss. Aber hauptsächlich nehmen wir die natürlich für Ramen, für selbstgemachte daheim. Das stimmt. Ja, und Thema Ramen, da haben wir einmal die besten fertigen Ramen noch mitgenommen. Die sind auch sehr, sehr stabil von Nong Shim. Gibt es auch andere Sorten, die vegan sind. Diese super scharfen sind auch sehr, sehr geil, aber da muss man schon ein bisschen härter drauf sein, wenn man sich die gönnen will. Aber die sind auch top vegan. Sollte jeder vegan. Ja, also die kann man immer mal als Staple da haben. Wenn man mal keinen Bock hat zu kochen oder irgendwas Schnelles einfach braucht. Besonders wenn es jetzt wieder ein bisschen kälter wird. Ich glaube, im Sommer sind die nicht so gefragt. Aber stackt schon mal ab für den Herbst und Winter. Die werden wieder ausverkauft sein dann. Ja, also und übrigens, es sind auch sehr, sehr viele mit Fleischaroma vegan. Ja. Ist immer ein bisschen schwierig irgendwie herauszufinden. Ja, das ist immer ein bisschen. Aber tatsächlich sind viele Ramen. Ein bisschen Hassel, aber ja. Sorten vegan, aber das sind, glaube ich, die einzigen, die halt auch wirklich vegan ausgezeichnet. Das Label. Genau, wir sind durch mit den ganzen trockenen Produkten. Ich habe noch eine Sache gefunden, die fresh ist, und zwar diese Pilze. Also die hole ich eigentlich auch immer im Asienmarkt, Shimeji-Pilze. Die gibt es mittlerweile auch in vielen Supermärkten. Manchmal, auch ja. Relativ günstig, glaube ich. Aber ja, die sind immer ein bisschen was anderes, schmecken gut und die nehmen wir auch für unsere Udon-Pfanne. Die sehen immer ganz gut auch aus, finde ich. Ja, die sind süß. Ja. Genau, dann auch für unsere Udon-Pfanne haben wir ja gerade schon erwähnt, und zwar Tempeh. Das ist wirklich noch so mit, wo man das am günstigsten bekommt in diesem Asiamarkt. Das ist nämlich teilweise wirklich verrückt teuer im Biomarkt, wenn man das irgendwo kauft. Da kosten wirklich ein Drittel oder so. Die kosten 4 Euro oder so. Ja, das ist wirklich krank. Und hier kostet halt so knapp 400 Gramm 1,99 €. Und das ist sogar auch aus Deutschland, ne? Ja? Ja, ich glaube schon, oder? War da nicht irgendwas? Weiß ich nicht genau, aber auf jeden Fall, das ist top. Es gibt zum anderen, in dem Go Asia gibt es auch eingefroren. Ich glaube, doch nicht aus Deutschland, aber es gibt auch Tempeh, Manufaktur, glaube ich, Deutschland. Auf jeden Fall, das ist noch ein normaler Preis und Tempeh ist wirklich Game Changer. Falls ihr es noch nicht irgendwie probiert habt, müsst ihr das unbedingt probieren. Richtig, richtig geil. Richtig viel Protein vor allem. Super healthy und krasser Geschmack, so, aber auch für so veganen Bacon kann man da nice mitmachen. Allgemein einfach so anbraten, das hat so einen leicht nussigen Geschmack, ist wirklich richtig nice. Kommt heute Abend auch in unsere Pfanne. Ja. Und ihr müsst aber aufpassen, in diesem Asiamarkt oder allgemein, wenn das gekühlt ist, schaut wirklich, dass das nicht schimmelt. Wir hatten das schon oft mal, dass das geschimmelt hat. Oder einfach das Eingefrorene kaufen, ich glaube, das ist wirklich sinnvoller. Ich glaube auch, die meisten können halt mit so viel auf einmal auch nichts anfangen, deswegen ist das Eingefrorene, glaube ich, ganz gut. Ja, wenn nicht so eine Raupe zu Hause wie mich.
Genau. Dann habe ich heute mal wieder ein paar Gewürze geholt zum Aufstacken. Also Gewürze kann man nämlich auch sehr günstig im Asiamarkt kaufen. Und auch spezielle Gewürze. Ja, denn wenn man viel und gerne kocht und würzt, viele Gewürze. Und im Supermarkt gibt es immer nur kleine Packungen und teure Packungen. Und von dieser Marke, TRS oder so wie die heißt, kaufen wir richtig gerne die Gewürze im Asiamarkt. Gewürze mit Öl. Gewürze. Und ich habe halt immer Paprika, Chili und Garlic geholt, weil das die drei Sachen sind, die bei uns immer am schnellsten leer gehen. Die sind eigentlich immer leer. Ja. Das ist das Problem. Genau. Was ist das? Und da kostet eine Packung. 1 Euro? 70. 1,70 Euro. Okay. Das geht voll für die Menge, finde ich. Das ist viel Gewürz. Ja. Nee, weil das war so noch nicht. Noch eine Sache. Achso, hätte ich zu dem Tempeh mit zeigen können. Tofu. Ja, because Asia market Tofu hits different, my friends. Genau, also selbst Naturtofu. Ich mag Naturtofu sonst nicht so mega gerne, aber das im Asiamarkt ist halt wirklich besser. Das ist ja auch extra firm, oder? Ja. Das ist auch ganz andere Textur. Das hat fast nichts mit diesem Tofu, was ihr irgendwie so kaufen könnt, zu tun. Testet euch da wirklich durch mit den verschiedenen Tofus. Die sind nämlich wirklich alle anders. Also das Naturtofu von Rewe ist anders als das von Edeka. Das von Edeka ist anders als das von Lidl und so. Deswegen probiert da wirklich mal durch. Manche sind mehr so Gummi-Pudding-mäßig und fester. Manche, oder auf jeden Fall Asiamarkt auch probieren. Mhm. Manche sind so mehr krümeliger und trockener. Ja. Deswegen guckt da wirklich, was euch am besten schmeckt, weil die sind wirklich nicht alle gleich. Wenn man nicht weiß, wie man es würzt, würde ich sowieso eher Räuchertofu empfehlen, weil viele sagen immer, Tofu schmeckt nach nichts. Wenn man es richtig würzen kann, dann ist das klar. Fleisch schmeckt auch nach nichts, wenn man es nicht richtig würzt. Mhm. Damit kann man aber auf jeden Fall nichts falsch machen. Das ist richtig gut. Und Silk-Tofu kaufen wir sonst auch immer. Das war aber leider leer heute. Haben wir gestern benutzt. Da kann man nämlich richtig geiles veganes Egg machen. Rührei. Das ist wirklich. Oder für Smoothie Balls, macht eine richtig geile Konsistenz. Ja, und Proteins. Genau. Ich würde jetzt noch ein paar Sachen nennen, die ich heute nicht gekauft habe, die auch auf jeden Fall richtige Basics sind, die man auf jeden Fall mitnehmen muss. Und zwar, ich muss kurz nachdenken, was ich jetzt nicht gekauft habe. Achso, genau. Was mir noch eingefallen ist, was man auf jeden Fall mitnehmen kann, ist Miso-Paste. 100% haben sich keine geholt. Also, wir haben die andere, stimmt. Ja, weil wir die andere noch da haben. Das ist so auch eine Art fermentierte Sojasauce, oder? Fermentierte Soja-Bohnenpaste ist eigentlich Miso-Paste. Gibt es auch so eine andere Art, ich glaube, koreanisch Deungyang oder Gochujang. Überhaupt diese Pasten an sich, also Miso-Paste. Denn ich spreche jetzt 100% falsch aus, Deungyang oder Gochujang Paste. Ja, Gochujang wollte ich auch noch sagen. Die sind wirklich einfach nur, also die braucht ihr unbedingt. Das gibt so viel Flavor ins Essen und da kann man so wirklich geile Sachen mit kochen. Oder auch mit dieser Deungyang oder Miso-Paste könnt ihr eine super einfache Miso-Suppe oder einfach so eine Suppenbase machen, wo ihr quasi selber euch Ramen einfach mitmachen könnt. Super easy, super schnell. Keine Zusatzstoffe und schmeckt richtig, richtig gut. Ja, fällt dir sonst noch irgendwas aus dem Asiamarkt ein, was wir jetzt nicht gekauft haben? Halt Nori-Blätter, hatte ich ja schon gesagt. Kann man auch immer da haben. Noch gefrorene Sachen. Manchmal gibt es auch so vegane Alternativen. So irgendwelche Shrimps oder sowas in vegan. Das ist auch manchmal sehr, sehr cool oder kann cool sein. Oder so Mock Duck oder sowas. Mhm. Kann man auf jeden Fall mal testen. Aber ansonsten haben wir, glaube ich, hast du wirklich schon sehr, sehr gute Arbeit hier geleistet. Ja. Und gute Sachen gekauft. Und jetzt haben wir noch als letztes die gefrorenen Sachen. Hier Lenny gerade noch schnell geholt. War Edamame. Holen wir auch immer im Asiamarkt. Gibt es auch mittlerweile ja in vielen Supermärkten. Aber da, wie auch bei allen anderen Sachen, teurer. Die kann jetzt 2 Euro für 500 Gramm geschält. Beste für Sushi-Bowls zum Beispiel. Das ist sehr lecker. Oder allgemein so als Beans, die man so dazu essen kann. Und auch für Sushi-Bowls habe ich mal seit langem wieder, ist jetzt kein Must-Have unbedingt, aber auf jeden Fall sehr geil. Und zwar Seaweed Salad. Wakame. Gibt es eingefroren in sehr großen Packungen. Wenn man den irgendwie frisch kauft, ist der ja meistens auch relativ teuer. Ja, so dieses abgepackte Sushi im Rewe oder so, das ist wirklich super teuer. Ja, und das, also ich meine, das ist vergleichsweise auch relativ teuer, 4,40 Euro. Ein Kilo kam halt 8 Euro irgendwas, ist schon teuer, aber es ist auch viel mehr als jetzt zum Beispiel im Restaurant oder bei diesen frischen Theken. Ja. Und das würde ich auch gerne mal wieder in irgendeine geile Pokeball reinmachen. Genau, einfach in eine Bowl rein oder einfach so dazu, ist auch super healthy, melfi und ziemlich nice. Das war es auch schon von unserem Einkauf. Ich lasse euch jetzt noch wissen, wie viel das Ganze gekostet hat. Was schätzen Sie? Ich habe es ja schon gesehen. Achso, okay. Sorry. 52,54 Euro. Das ist eigentlich ganz gut, ist wenn okay, man... Ist okay, aber es ist teurer geworden, ne? Genau, es ist schon verhältnismäßig teurer geworden. Immer noch günstiger als die Asia-Produkte im Supermarkt von diesen bekannten Asiamarken da. Aber ich kann mich erinnern, früher war das wirklich... deutlich günstiger und haben wir wirklich für so 20, 30 Euro wirklich Massen an Sachen bekommen. Und mittlerweile ist man schon immer mit 50 dabei und man hat gar nicht mal so viel.
Gut, die Kokosnüsse waren relativ teuer, jeweils 3. Aber ich finde so, wenn man die bei einem Fest oder so, Stadtfest oder so... Ja, klar. Man hätte 40 rechnen können. Wahrscheinlich, das waren auch nochmal 3 Euro, glaube ich. Die Snacks waren 10 Euro ungefähr. 40 Euro dafür ist okay, aber man merkt schon überall, dass die Preise gestiegen sind. Und alles ist so ein bisschen teurer geworden. Aber ich glaube, das ist halt einfach der Lauf der Dinge gerade. Yes, das war mal wieder unser Asiamarkt-Haul. Lasst uns gerne wissen, ob ihr sowas öfter sehen wollt und was eure liebsten Produkte aus dem Asiamarkt sind. Ja, schreibt die mal unten rein. Würde uns auf jeden Fall interessieren. Genau, ob wir irgendwas vergessen haben oder ob wir irgendwas mal testen sollen, ja, was ihr sagt, so, warum habt ihr das nicht geholt? Seid ihr nicht normal mehr? Ja. Okay, ciao.